begab sich zu einer Zeit, da habe ich einen Anruf bekommen. Ja, und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, was ist passiert? Was für ein Anruf? Von was rede ich eigentlich? Ja, heute früh, ich bin aufgestanden, klingelt mein Telefon, so auf 9 Uhr rum hat es dann geklingelt gehabt. Denke ich, na, wer ist denn das? Mein neuer Telefonnummer, was geht denn jetzt ab? Rangegangen, ja, du hast doch schon mal von mir Hühner gehabt, du, ich hätte mal wieder 6 Stück übrig von mir, wir kriegen nächstes Jahr neue. Ich hätte 6 Stück für dich, die sind jetzt alle 3/4 Jahr alt, wenn du haben willst, kannst du da holen. Ja, recht spontan, alles ohne Wissen. Ja, und das habe ich jetzt gerade gemacht, ich habe es jetzt gerade geholt, wir haben jetzt abends um 4 und ich habe jetzt meine Hühner ins Bett gebracht. Und da haben wir die 9. 1, 2, 3, 4. Hier auf. 5. Und Nummer. Na komm. Komm. Nummer 6. Etwas wackelig auf die Beine. Die lag drunter. Ja, neue Hühner. Ich habe jetzt die 6 Stück hier geschenkt gekriegt. Die haben nichts gekostet. Die werden normalerweise dann in die Suppen kommen und ich habe sie jetzt bei mir. Aus Erfahrung kann ich sagen, die legen noch Eier. Jawohl, da wird schon gegenseitig angegangen. Wer ist hier Chef? Jetzt wird gleich mal Gege mitmischen, wie der ausschaut. Ja los, misch dich rein. Genau. Zeig mal, wer hier der Chef ist. Nö, lieber nicht. Ja, es sind keine jungen Hühner, keine Legereifen, sondern die sind, wie gesagt, schon ein bisschen älter, aber ich spreche aus eigener Erfahrung, die legen auf jeden Fall noch Eier. Hier können sie alt werden, habe ich wieder 6 Stück zu meinen Hühnern dazu. Ich weiß gar nicht, wie viele Hühner ich aktuell habe. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, habe ich schon länger nicht mehr gezählt. Na ihr. Aber verkehrt ist das nicht. Wie gesagt, hat jetzt nichts gekostet, von daher ist es egal. Und wenn die dann nicht mehr so viele Eier legen, da habe ich auch kein Problem damit. Ein paar Eier ist gut. Ihr wisst ja, ich bin da ein bisschen anders wie so ein normalwirtschaftender Betrieb, der dann sagt, naja, du holst ein halbes Jahr alter Hühner und dann lässt sie ein Jahr oder sowas da und dann kommen sie wieder weg, weil sie dann anfangen, schlechter zu legen. So mache ich das nicht. Ich habe die Möglichkeit, solche hier nochmal daheim zu geben. Die können bei mir jetzt dann alt werden. So alt wie sie halt waren. Bis auf den Stängler fallen. Und das ist nie verkehrt. Ja, ja, jetzt wird das zu reden, ne? Etwas geschockt, schockiert. Naja, schauen wir mal. Mit dir. Nee, du hast keine Lust. Ja, gehst lieber weiter. Die mischt sich gerne rein. Au, au, au. Ja, da wird jetzt die Hackordnung festgelegt. Ja, ich habe auf alle Fälle ein paar neue Hühner hier drin. Habe ich ja gesagt, das neue Jahr bringt neue Dinge mit sich. Ja, und dass es dann so spontan neue Hühner noch werden, habe ich eigentlich auch nicht gewusst, aber gut. Hey, jetzt mal hier, lass mich aber bitte schon aus dem Spiel, gell? Du kennst Kanone, hä? Wer ist Chef und wer nicht? Naja, die lasse ich jetzt nochmal in Ruhe. Ich gebe ihnen jetzt noch mit Getreide und Futter. Dann können sie was picken. Und dann lasse ich sie erst nochmal in Ruhe. Und dann wird sich ja zeigen, wie sie sich einleben. Ja, gut. Das war es dann auch schon für heute. Das neue Video müsste jetzt jeden Moment online gehen. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, am Freitag passiert. Alles spontan, kurzfristig. So Leute, ich glaube zu, recht frisch draußen, aber auch feucht. Die HC und Kippe und als Mitfahrgast
ein Big Mac. Ja, ich gehe heute mal Hühnerfutter holen. Der letzte Arbeitstag im Urlaub, sag ich mal, der noch zur Verfügung steht. Samstag und nur noch der Sonntag und Heilig Drei König, der 6. Und dann ist vorbei mit Urlaub, ja, dann geht es wieder in den Arbeitsalltag rein. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich mal Getreide holen gehen. So, wie mache ich es? Die Post. Müssen wir es auch ein wenig aufholen. Dann haben wir das auch gleich da, haben wir Big Mac für den Weizen holen. Das ist jemand daheim. Und das tut los. Tachowellen wahrscheinlich. Irgendwie waren wir am Landrofe. Ja, vielleicht die Temperatur. Ja. Ist noch nicht fein, war schon nichts. Eigenartiges Geräusch, neue Geräusche sind immer seltsam. So, schauen wir mal. Im Nahne, im Oblin, da wegen mir. Ja, ich habe jetzt entschieden. Ich bin mit Zweiachser zu fahren, sondern mit dem Kronekipper, mit dem IHC. Erstens einmal, das Wetter ist mir so lieber. Zweitens einmal, den Zweiachser hätte ich ja stundenständig hinten rausfriemeln müssen. Der steht mit der Blechgarage drin beim Kettendamper. Und der Kettendamper steht im Weg, den müsste ich erst raus tun. Und du solltest lieber stehen beim Feuerwehrler. Und so ist kein Auto mehr. Ja, dann habe ich mir gedacht, bevor jetzt da der Anfang und wo der war, wie lang rumfummeln und rausholen, ich mir den Kipper, der steht vorne dran. Du musst die bloß den KA15 wegfahren. Apropos KA15, ja, der einen Fehler machst du weg, der nächste Fehler taucht auf. Die ganze Zeit schon so komische Geräusche vom Anlasser her, wo ich mich gewundert habe. Ja, und jetzt ist der Anlasser durch. Ja, klasse. Geht nicht mehr gescheit. Das blöde Mistding, das fängt jetzt an, spurt nicht mehr richtig ein, kratzt, bleibt hängen. Ah, eh klar, irgendwas muss ja immer kaputt gehen, das ist ja logisch. Das kennt ja einfach mal laufen. Jedes Mal irgendwas Neues. Naja, sollte es anders sein, Anlasser kaputt, der muss jetzt raus. Bei dem Fahrzeug natürlich ein bisschen umständlich. Hydraulikleitungen weg, Auspuff weg. Da kommt ja ein Anlasser ran. Schön ist anders. Normal. Naja. Auf jeden Fall neues Jahr. Und naja, ist eh immer klar, dass irgendwas ist. Hätte ja auch mal laufen können. Jetzt haben wir den Fehler für die Kolbenlader einigermaßen in den Griff gekriegt, dass das besser wird. Ich mach halt das nächste drum, an dem Ding Ärger, ne? Gut, ich meine, ich kann mich nicht beschweren, das ist der alte Anlasser von meinem KA15. Der vom KA15 war ja kaputt. Der hatte ja keine Funktion mehr. Wir haben dann den Anlasser von meinem KA15 eingebaut, der hat funktioniert. Naja, er hat natürlich auch schon ein paar Stufen runter gehabt und einige Startvorgänge, ne? Jetzt ist der halt durch. Kann man einfach runter machen, wahrscheinlich den Magnetschalter oder was kaputt. Das werde ich halt machen. Nächste Instanz. Also anspringen tut er noch, aber schön ist es nicht. Lassen kann ich es nicht. Es geht auf Dauer auf den Zahnkranz zu. Das ist auf jeden Fall nicht. Es gibt Karies. Ja. Hilfe oft, kommt oft.
Den Hof, auf dem ich war, ich habe ihn jetzt nicht weiter gefilmt. Ich kann nur so viel sagen, hier stehen auf jeden Fall zwei MP-Truck und hier stehen insgesamt gezählt jetzt so auf die Schnelle 8 Kunimog. Nur so viel zum Thema. Ja, schöne Maschine, aber ich filme es mal nicht. Gut, jetzt fahren wir rein. Naja, Auflaufbremse hat funktioniert. Ist rausgesprungen. Dann passt das. Die Vögel. Na, ganz ein Schwarm, Bruder. Nein. Ja, ich hab mal schnell zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr die ganzen schwarzen Punkte da der seht. Ich sag ja, Alfred Hitchcock, die Vögel. Die sammeln da hinten in die Bäume. Respekt. Sind wir da einiger? Ja, da geht was. Gut. Big Mac steht hinten drauf, wie ihr seht. Und wir fahren jetzt heim.
vom Sommer. Thank you.
Ja, ich hoffe, die Zeitrafferaufnahme hat euch gefallen. Mir ist ja da gestern ein kleines Malheur passiert. Ja, wir haben mittlerweile Sonntag. Futter ist verräumt. Malheur, ihr habt es gesehen, der Sack ist leider Gottes nicht so reingelaufen, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich die Schnur zuhalten, dass nicht zu viel kommt und dass ich es dosieren kann. Und dann ist der Knoten aber auf der Rückseite runtergerutscht, das habe ich nicht gesehen. Scheiße, was? Naja, hat ein wenig Sauerei gegeben, die habe ich schon weggemacht, beseitigt. Fässer dann trotzdem gar gefüllt, da wird mir Schaufel ein wenig geschaufelt. Und die Fässer sind voll. Und zwar das kleine mit dem mit der Blechwanne oben drauf. Das mit dem schwarzen Deckel ist komplett voll. Und das ist komplett voll. Das Vorderrad da ist nicht ganz voll. Da liegt jetzt auch ein bisschen Laub mit drin. Da wird das andere mit zusammengefasst. Das ist das erste, was verfüttert wird. Und 1, 2, 3, 4, 5 Kübel sind voll. Plus zusätzlich 2 Kübel bei die Hühner unten und die schwarze Tonne, die ich bei die Hühner habe. Also ich habe jetzt wieder genug Futter da, es sind 454 Kilo gewesen. Da kann ich wieder eine ganze Zeit lang damit füttern. Und dann passt das. Ja, wenn wir jetzt gerade hier drinnen stehen, kommt bestimmt irgendwann wieder die Frage, funktionieren jetzt eigentlich deine Schrotmühlen schon? Nein, ich habe sie noch nicht gangbar gemacht. Bislang immer noch nicht, ich habe sie nicht benötigt. Es soll jetzt aber trotzdem mal passieren. Mein Bruder will da einen neuen Stecker drauf machen. Weil das da, der ist noch der alte Stecker da gewesen. Die sind ja nicht mehr erlaubt. Da kommt jetzt dann ein neuer noch. Eine ganz normale CE. Dann funktioniert das auch wieder. Und ja, die Schrotmühle selber muss ich ein wenig gangbar machen. Die muss ich bloß wieder ein wenig lösen. Ein wenig zusammengebackelt, aber dann geht die auch wieder. Ich habe sie die ganze Zeit nicht gebraucht. Ja, ob ich sie jetzt dann demnächst brauche, weiß ich nicht, aber die wird dann auch noch gangbar gemacht. Dann, wenn ich sie benötige, habe ich sie. Aber wie gesagt, das ist kein Stress für mich. Ich habe gesagt, die wird irgendwann einmal gemacht. Die Teile liegen immer noch da, da liegen die jetzt schon, naja, länger. Aber kein Beinbruch. Ist wie gesagt nicht dramatisch, solange ich auch nicht Futter habe. Kartoffeln kann ich auch für die Schweine kochen. Ich gebe ab und zu einmal ein wenig Kanne dazu, weil sie das ganz gern fressen. Da lassen sie sogar ab und an mal das Obst und Gemüse liegen, wenn sie Kanne kriegen. Ich werde es auch mal gangbar machen und dann läuft das Ding auch wieder. Irgendwann demnächst. Es pressiert nicht. Ja, Futter habe ich auf jeden Fall gestern verrammt. Es ist alles drin. Ich habe für einen Doppelzentner 15 Euro gezahlt, genau. Ja. Könnt ihr es euch ausrechnen. Hat gepasst, das war Futter war es, wie gesagt, ob ich dort schon ausgeschaltet oder nicht. Wir müssen schnell gucken. Ich glaube, ich habe das Licht schon ausgeschaltet. Nee, jetzt ist es aus. Auch gut. Ja, es wird schon wieder dunkel draußen. Wie immer, die Hunde helfen mir auch. Und die Paula ist auch mit Hause. Da sitzt die Paula, da sind die zwei Hunde. Der Willi. Ah, der Willi. Du bist der Feine, na komm, Reili. Du bist der Feine. Oh, ihr seid zwar feiner. Oh, 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 oh. Ja, meiner Zwarabaugen. Die Paula mischt da nicht mit. Die haut höchstens einmal zu, wenn sie jetzt so blöd wird. Wie es halt so ist. Ja, auf jeden Fall so viel jetzt dazu. Futter verräumt. Anlasse vom Krame müssen wir demnächst einmal ausbauen. Vorher gesagt, Auspuffrunde, Hydraulikleitungen weg. Die eine Schraube unten am Armaturenbrett, die Rohrschellen wegmachen. Und dann kann man Anlasse rausbauen, das müsste gehen. Ja, demnächst muss gemacht werden, weil so ist es nicht schön, nicht akzeptabel, gefällt mir gar nicht. Der Geräuschpegel gefällt mir überhaupt nicht. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, und dann bin ich gefragt worden, was haben wir eigentlich für eine Heizung? Ja, wir schüren mit Holz. Die habe ich schon mal gezeigt, ist schon ein wenig her. Das ist eine reine Holzheizung. Wir arbeiten mit Holzstücke und mit Hackschnitzel. Wir haben keine reine Hackschnitzelheizung. Es funktioniert mit unserem Häcksler nicht, weil wie man sieht, ohne Häcksler. Der lässt langes Material durch, der macht kleines Material, mittleres Material. Es gibt, soweit bekannt, es gibt eine Hackschnitzelheizung, die das wohl kann.
Aber ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Sowas hat man halt nicht einfach und momentan arbeiten wir noch mit dem Ofen. Der funktioniert. So, Fischerofen SX0. Ja, mit Steuerung da oben. Das hat mein Bruder mal erstellt. Wir haben drüben einen Pufferspeicher stehen. Und der ist elektrisch geschaltet. Da ist drüben ein Thermostat dran, die dann da oben Signale auslösen. Also jetzt aktuell ist rote Leuchte. Das heißt, hier wird nichts mehr nachgeheizt. Wir haben über 79,5 Grad. Bei Gelb kleine Mengen sind wir bei ca. 78 Grad. Das ist circa bis dahin. Dann wird noch ein bisschen reingelegt und bei Rot kommt gar nichts mehr rein. Dann ist der Ofen heiß. Es ist ein wenig eine spezielle Steuerung, die wir bei Bruder gebastelt gehabt. Oder was heißt Steuerung? Es ist halt einfach Signalgebung, dass du siehst, wie warm dein Pufferspeicher ist. Dass du nicht hier rüberläufst und haust da den Ofen voll und drüben der Pufferspeicher ist schon voll, weil irgendwann geht das Überdruckventil auf, ist klar. Zu viel Temperatur, da macht er auf. Erstens einmal schwimmt es dann drüben in der Garage, beziehungsweise im Vorraum vor der Heizung. Und zweitens, wenn die Temperatur nicht weggeht, was hast du dann davon? Dann hast du einen Haufen Hitze und du kriegst sie aber nicht los. Das haben wir auch ab und an einmal, wenn dann zu viel geschürt worden ist, dann wird halt Fußbodenheizung im Winter zugeschaltet. Dann hat man da mal ein wenig Wärme, die läuft dann über Nacht und dann kannst du früh wieder ausschalten. So bringst du die Wärme aus dem Pufferspeicher weg und dann passt es. Das Ganze funktioniert hier hinten über eine Pumpe, das ist Wasserkreislauf. Wenn der Ofen eine gewisse Temperatur erreicht, ich glaube 70 Grad oder was, schaltet die Pumpe hier ein, pumpt das Wasser rüber, läuft hier hinten rum. Die Rohre laufen dann da hinten rein in den Holzkasten, durch den alten Schlot hier durch. Und dann geht es hier raus und dann ist außen nochmal aufgebaggert gewesen, geht rüber ins Haus und hinter der Garage, das ist der ehemalige Getränkeraum gewesen, da steht jetzt der Pufferspeicher, da geht es rein zum Pufferspeicher. Und so versorgen wir quasi das Haus und der Pufferspeicher ist dann noch einmal gekoppelt mit den anderen Speicher von der Ölheizung, die wir drinnen haben. Und ja, simples, einfaches System quasi. Ja, praktisch ist halt die Holzheizung, schürst rein, ich meine, es kostet kein Öl, es kostet kein Gas, das Holz hast du im Wald, ich meine, ist mit Arbeit verbunden, du musst es raussägen, sie spalten, du musst es sägen, lochen und, ist ein Haufen Arbeit, aber es ist ein schönes Holz, schöner Wärm und ist, naja, ob es günstiger ist wie das Öl, schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja, und der Ofen hier in zwei Kammern geteilt. Da vorne schürst quasi rein, kommt das Holz rein und da hinten drin, da ist eine Platte, da laufen dann die ganzen Rohre, Wasserrohre durch, die dann erhitzt werden durch die Temperatur, durch die mehr oder minder Abgastemperatur und das erzeugt das heiße Wasser und das kommt rüber. Ja, simpel und einfach. Und funktionsfähig. Den Pufferspeicher kann ich natürlich auch noch zeigen. Der ist drüben im Haus. So, und hier drüben steht dann der Pufferspeicher, von dem ich gesprochen habe. Einmal der große hier. Das Ding hier auch die Temperatur noch einmal. Das ist die Temperaturanzeige oben. Und das zeigt er uns ja drüben an, über die 79 Grad. Wir haben jetzt da fast 90 Grad. Von daher, da wird nichts mehr reingeschürt. Temperatur weiter unten sind wir auch bei knapp 90 Grad oder ein bisschen über 90 Grad. Von daher, das ist die Anzeige, die dann drüben ist per Lichtle. Nichts mehr reinschüren, weil dann hast du irgendwann Übertemperatur, die kriegst du nicht weg. Da hinten steht auch noch einmal ein Puffer. Der gehört dann dazu, der ist mit angeschlossen. Da seht ihr auch noch einmal eine Pumpe unten. Ist ein bisschen eng hier, hier wird auch gerne die Wäsche getrocknet. Hat eine schöne Temperatur hier drin. Hat man kein Problem. Dann, wir haben hier innen bisschen unordentlich, das ist halt einfach so, Kellerraum. Wir haben hier unten die Heizung dran stehen. Einmal hat mein Bruder da eine Steuerung gebaut, ein Siemens Logo. Mal gucken. Wie ging das mit dem Licht? Ah ja. Heizung, Außentemperatur haben wir gerade 2,8 Grad. Vorlauftemperatur sind 46,8. Solltemperatur
47,5. Minus 12 weiß ich gerade nicht, was das wieder war. Die Uhrzeit, Datum. Ich weiß gar nicht, was da alles umzustellen war. Also da müsste man wieder mal Bruder fragen, der kennt sich da besser aus. Das ist seine Steuerung. Der zeigt da an, wenn du die Steuerung drauf hast. Der kann auf Handbetrieb umgestellt werden. Und. Also das ist alles für diese Holzofensteuerung drüben. Damit das Ganze funktioniert, hat er das so umgebaut. Vorher war immer mit einem Handhebel, den du umlegen musstest. Damit du quasi auswählen konntest zwischen Ölheizung und zwischen Holzheizung, musstest du immer dran denken, sonst hast du drüben geheizt, dann ist aber die Wärme nicht drüber gekommen. Dann ist irgendwann drüben das Überdruckventil aufgegangen und hat es im Wasch ausgeschwommen. Ein wenig speziell die ganze Steuerung, das hat mein Bruder gemacht und es funktioniert, es läuft. Schwierig war es natürlich, wenn man dran einmal was machen will. Weil dann, wenn man nicht so ganz in das System reinblickt, wird schon schwierig. Du schimpft mal vorher dann ab und einmal, ich meine, du hast auch recht. Es ist dann schon ein wenig blöd, wenn du nichts mehr damit machen kannst, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. So, und dann habe ich gesagt, wir haben hier auch noch eine Ölheizung. Die ist damals mit dem Haus gekommen. Die hat einen großen MAN-Brenner drauf. Das ist die Ölheizung selber. Fragt mich nicht, wie viel kW das Ding hat. Ich weiß auch drüben nicht, wie viel kW das sind. Ich bin da nicht auf dem Laufenden, sage ich ganz ehrlich. Es ist wie gesagt diese ganze Heizung, wenn der Schlotfächer kommt, der kann dann da immer seine Messung noch machen. Da war dann auch umgestellt von Winter auf Sommerbetrieb. Und der Rest läuft alles über die Siemens Logo. Dann auch hier drin steht noch einmal ein Pufferspeicher, der ist zugehörig zu der Ölheizung. Der wird mitgespeist von dem großen Puffer, hat aber keine 60 Grad. Also es ist alles ein System, das was irgendwie zusammenhängt. Ist einmal gebaut worden. Also wie gesagt, ich war da danach gefragt, ich soll einmal mehr von der Heizung zeigen. Ich bin da kein Spezialist für die Heizung, weil ich habe sie nicht gebaut. Solange es warm wird, ist gut und der Rest ist mir eigentlich egal. Ja, die ganzen Heizungsrohr natürlich, was man braucht. Fußbodenheizungen. Dann haben wir Fußbodenheizungen im Obergeschoss. Dann hast du Heißwasser, was raufgeht. Die ganzen Vorlauftemperaturen und Nachlauf. Halt das Übliche. Ja. Und so wird bei uns hier quasi gefeuert. Bei Bedarf, wenn drüben der Ofen aus ist oder im Sommer, wenn du den nicht einschürst. Wir haben da noch eine Wärmepumpe im Hintergrund. Ist das Ding da. Die arbeitet normal im Sommer. Und wenn wirklich im Sommer dann einmal nur der Mann ist, dass du nach einem anstrengenden Arbeitstag duschen gehst. Und der Ofen drüben ist natürlich nicht geschürt im Sommer, weil du hast zu viel Temperatur, dass du nicht los wirst. Dann springt immer die Ölheizung ein. Steht wie gesagt da, dann schalte die ein und mach dir das Heißwasser, was du halt brauchst zum Duschen oder zum Waschen und Geschirr spülen, was du halt so vorhast, was du Heißwasser brauchst. Im Winter macht das alles das Holz und im Sommer springt dann ab und die an die einmal mit rein. Wenn du aber bloß ein oder zwei Personen abends duschen gehst, dann langt meistens die Wärmepumpe auch noch aus, dann macht die noch ihren Zweck. Ja, so haben wir eigentlich drei Heizsysteme in dem Haushalt. Holz, Öl und Wärmepumpe sind da damit ganz gut gerüstet. Wie das alles ist, ob die da noch zulässig sind mit den ganzen neuen Gesetzgebungen, wissen wir selber nicht, war so eine Schlotfächer auch noch nicht so recht. Wird alles irgendwie kompliziert, aber die Lösung wird schon noch geben. Irgendwann. Eine neue Ölheizung wird es auf jeden Fall nicht. Geplant ist den Ofen drüben, weil er eh ziemlich kaputt ist mittlerweile. Der hat einige Jahre auf dem Buckel, den einmal auszutauschen. Eventuell gegen eine Hackschnitzelheizung, die aber auch Stückgut kann. Wissen wir noch nicht. Oder zumindest eine Hackschnitzelheizung, die große Stücke kann, weil dann brauchst du nichts mehr spalten, sondern dann jagst alles durch den Häcksler durch. Naja, mal gucken. Ob das alles so wird, wie wir das wollen, werden wir sehen. Dann gibt es im Haus natürlich noch eine andere Heizmöglichkeit. Einmal bei meinen Eltern in der Wohnung und bei mir in der Wohnung sind Kachelöfen. Sind die einzigen zwei Wohnungen, wo das verbaut ist. Mein Kachelofen, der wird hier unten vom Keller ausgeschürt. Ich habe hier quasi mein Holzlager. Eine Holzkiste, kann mir mit dem Drehlager was rein da, dass ich schüren kann. Und das ist das Kachelofenloch selber.
Das ist ein relativ großer Ofen. Ich glaube 32 kW oder was das Ding bringt. Also der ist nicht klein. Der hat ordentlich Heizleistung. Also ich denke, es war mal im Gespräch 32 kW oder so. Ist auf jeden Fall ein richtig schöner großer Ofen. Der Kachelofen selber steht bei mir oben. Schürloch ist hier unten. Bei meinen Eltern ist das Ganze oben im Kachelofen verbaut. Die haben einen richtigen Brenneinsatz im Ofen. Wird auch mit Stückgut dann ganz normal beschickt und das ist dann nochmal zusätzlicher Wärme, die du im Winter machen kannst oder in der Übergangszeit. Wenn es quasi draußen so feucht kalt ist, dann schüre ich gerne mal den Ofen oben ein. Dann ist die Luft schon überschlagen, ist ein wenig warm. Feuchtigkeit wird ein wenig eingedämmt und es ist einfach ein angenehmer Luft zu Kachelofen. Also gibt eigentlich nichts Besseres. Gut, dann habt ihr jetzt einmal das ganze Heizsystem noch gesehen. Wie gesagt, ich kann da nicht mehr dazu sagen, müsste ich mich selber erst erkundigen, was wir eigentlich haben, aber solange es funktioniert, ist die Sache gut. So, und da haben wir mittlerweile Montagabend. Ja, der Feiertag ist rum und war damit auch der allerletzte Tag vom Urlaub. Also, der Feiertag ist ja kein Urlaub, aber der Urlaub ist jetzt dann zu Ende. Morgen früh um 5.20 Uhr klingelt wieder ganz normal der Wecker. Heißt es wieder aufstehen, dann heißt es wieder auf die Arbeit gehen und dann schauen wir mal. Ja, heute habe ich noch einen vorbereitet dafür. Ich habe die Stelle noch einmal ein bisschen sauber gemacht. Hierbei die Hühner frisch eingestreut und zusammengekratzt. Die haben jetzt gerade ein paar Kartoffeln gekriegt. Ich gebe ihnen jetzt im Stall hier drin kein Getreide mehr, kriegen sie nur noch draußen. Das wirkt ganz gut gegen die Ratten und Mäuse. Nicht verkehrt. Ja, hier haben wir ein paar Kartoffeln gekriegt. Und meine Schweinchen auch. Wie man da so schön sieht, die Mampfen. Auch bei denen habe ich ein bisschen frisch eingestreut und den gröbsten Mist raus. Die haben sich schon wieder ein riesen Nest gebaut da hinten. Sieht man da einen Berg aufgetürmt und links dann drunter. Naja, wenn sie meinen. Ja, dann bin ich hier unten fertig. Ich habe vorne hinten bei der Emma und beim Gandhi den Stall sauber gemacht. Dass auch das erledigt ist und was wir vorhin noch am PC gemacht haben, mein Vater und ich zusammen, die Stichtagsmeldung für die HIT, für die Herkunfts- und Informationsdatenbank oder Tier. Das ist wieder hier Stroh rausgerammt. Da haben wir gleich wieder die Schweine und die Schweine und die Ziegen gemeldet, dass das erledigt ist und jetzt beim Mehrfachantrag dann kommen wieder die Hühner noch mit rein und die Gänse mit rein und die Pferde müssen wir, habe ich festgestellt, muss ich ummelden. Da steht der Gandhi nämlich als Großpferd drin. War ein Fehler, ist er natürlich nicht. Ein Pony steht nur eins drin, das Pony ist der Esel. Der passt natürlich, weil den kannst du nirgendwo anders aufführen. Naja, müssen wir halt ändern. Ist aber kein großer Akt. Das lässt sich machen beim Antrag dann mit. Wir haben vorhin gesagt, also eigentlich müssen wir aus dem ganzen Scheißdreck raus. Da hätte es das ganze Gelump nicht mehr mit dem Geschiss da und Geschiss hier und Berechnung dort und Berechnung da und dann ist auf alles geschissen. Dann scheißt man auf die blöden Subventionen, ganz ehrlich. Wenn wir überlegen, was wir gekriegt haben. Von unserer Zahlungsansprüche quasi. Ja. Man kann genauso gut drauf verzichten. Dann verdient man nur noch am Getreide selber. Und ja, manchmal denkt man eigentlich, ist es sinnvoller. Mal gucken, vielleicht in näherer Zukunft, dass wir den ganzen Scheiß endlich einmal lassen. Ohne den blöden Staatsdreck da. Oder? Ganz ehrlich, ist wirklich drauf geschissen. Die paar Quietscherler, die du da kriegst, und dann darfst du dich und so viel unnützer Regeln halten. Du musst da eigentlich an die Platten langsam fragst. Wenn wir vorne noch ein wenig durchgegangen, allein der Mistlagerplatz, den wir berechnet haben, das ist lachhaft, was da rauskommt. Bei Weidehaltung und ja, dem Pferd und dem Esel, also beides als Pony gerechnet, bei die Schweine, bei die Hühner, bei die Gänse, da bräuchte ich normalerweise eine Mistplatte laut denen ihrer Berechnung von fast 50 Kubikmeter. Ich lache mich kaputt, so viel Mist kriege ich das ganze Jahr nicht zusammen. Wie viele Jahre mache ich das Ganze schon und ich kriege, wenn es überhaupt gut kommt, 24 Kubikmeter zusammen. Ich sage, das ist alles ein Blödsinn. Naja, mal gucken.
Vielleicht steigen wir wirklich aus den ganzen Scheiße mal aus. Dann kriegst du da keine Subventionen mehr. Aber dann bin ich ja von keinem dämlichen Staat mehr abhängig, der mir dann ein Geld geben muss, damit ich dem seine Forderungen da erfülle, die sowieso aus der Luft gegriffen sind. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil manche Dinge, ne? Klar, du musst dann auch noch gewisse Sachen machen, musst dich an gewisse Regeln halten. Aber ein Haufen Blödsinn, der dabei ist, entfällt dir bei dem ganzen Scheiß. Weil dann habe ich mal dir solchen Kass für die Viecher noch. Und dann habe ich das andere Zeug halt noch, wie Versicherungen und laufen. Aber den ganzen Scheiß, den musst du jetzt machst, die ganze Bürokratie, die könntest du dann auch mal schenken. Ein Haufen Bürokratie, die du schenken kannst. Weil man vorher gesagt, früher, da war das so einfach. Da hast du eigentlich wohl die Meisterzeit vom Jahr draußen verbracht, hast draußen der Arbeit gemacht und am Computer hat es gar nichts gegeben. Du bist einmal im Jahr ins Landwirtschaftsamt rein, hast du in einen Antrag abgegeben und die Sache vergessen. Und jetzt, du sitzt ja im Endeffekt nur noch am Computer und ich meine, das ist ja tatsächlich so. Ich meine, ist mir nicht neu, ne? Aber er hat schon recht, wenn er sagt, das ist einfach nur noch unsinnig. Und wenn ich mir dann überlege, was du da ein bisschen an Subventionen kriegst, und dann kommt der Beitrag von der Berufsgenossenschaft und dann ist es quasi aufgezehrt schon. Ja, dann denkst du so, schenkt dir den ganzen Scheißdreck doch. Scheiß auf die blöden Subventionen. Scheiß auf den blöden Scheißstaat. Entschuldigung, wenn ich das jetzt an der Stelle gesagt habe, aber es ist wirklich so. Ich muss es einfach mal rauslassen, weil das neue Jahr, man muss nicht immer alles in sich reinfressen und ich muss auch mal meine Gedanken einfach rauslassen, weil sonst drehe ich durch. Und ja, vielleicht sollten wir da drauf scheißen. Ich weiß, dass es Betriebe gibt, die können das nicht anders, es geht nicht anders. Aber ich mache das Ganze ja mehr oder minder nebenerwerblich. Für mich ist es wie ein Hobby. Und dann finanziere ich mein Hobby halt selber. Auch jeder andere, der ein Hobby hat, der macht es auch selber. Und dann investiere ich halt lieber in das Hobby rein, was mir auch Spaß macht, was ich eh schon immer mache. Setz da auch Geld rein und scheiß drauf, dass ich irgendeine drum scheißen muss, ob ich da noch zusätzlicher Geld kriege. Ganz ehrlich, ne? Ich brauche mein Getreide nicht verkaufen. Ich kann so meine Viecher verfüttern. Und wenn ich ein wenig Getreide übrig habe, dann kann ich das verkaufen. Und ob ich das Fleisch von meiner Viecher verkaufe oder die Kartoffeln verkaufe, das bleibt mir selber überlassen. Dann wird es nicht verkauft. Dann friss ich selber. Dann habe ich auch Nutzfaktoren vor. Ja. Schauen wir mal, was rumkommt. Keine Ahnung. Aber man müsste sich bloß noch aufregen. Wirklich wohl. Leute, hört mal auf. Nur noch am Aufregen. Ja. Ich bin jetzt auf alle Fälle durch. Ich habe heute noch einmal Kartoffeln gekocht gehabt, habe ich gesagt. Ein Eimer steht jetzt hier in der Garage noch. Ich muss mal Licht machen, sonst sieht ja kein Mensch was. Stockdunkel. Ein Eimer steht noch da. Das sind frisch gekochte gewesen. Und ja, 5 Eimer dann noch an Salat. Das ist für die Schweine jetzt für die Woche gedacht. Am Mittwoch gibt es wieder neu. Für die Emma habe ich hier noch Karotten. Da hat sie halt schon Schwung gekriegt und mehr war es halt dieses Mal nicht. Ist einfach nicht so viel geworden. Müssen wir damit leben. Deswegen habe ich Kartoffeln gekocht. Da habe ich selber welche. Da brauche ich nichts zukaufen. Und da brauche ich auch niemanden, der mir Geld rein ausschippt. Womit wir wieder bei der Sache wären. Ich baue nämlich mein Zeug selber und kann meine Viecher versorgen. So ist nämlich nicht. Ha! Ja. Und deswegen habe ich heute was gekocht. Ja, da haben sie jetzt was gekriegt. Der erste Bissen. Ist doch noch warm. Erst einmal die Nasen noch und wieder weg. Ui, ist aber irgendwie. Aber die haben es dann doch gemacht. Die sind ja nicht mehr heiß. Ich habe die heute wie spät wird es gewesen sein? Heute früh war das. Ich den Ofen eingeschürt, habe mir noch mal ein bisschen nachgelegt, dass die schön weich geworden sind. Wenn ich um 9:30 eingeschürt habe, dann habe ich um 11, glaube ich, noch mal nachgelegt und ja, aus war er dann so auf 1 rum. Und so lange standen die Kartoffeln jetzt einfach noch im warmen Wasser drin. Ich habe sie ein wenig abkühlen lassen. Bis jetzt haben wir aktuell 4:30. Also von daher heiß sind die nicht mehr, es ist halt warm. Essensfertig. Die Hühner haben sich auch gerade gefreut, Verbrenner drauf kommen sich nicht mehr. Ich habe auch angegessen von der Äpfel. Also zum Verbrenner langt es definitiv nicht mehr. Gebe dich auch meiner Viecher nicht, wenn es zu Hause ist, ist ganz klar. Aber so wie es jetzt sind. Und die freuen sich, hat man ja gesehen, da schmatzen sie jetzt. Heute früh wird es Linsensuppen geben. Reste von der Linsensuppen. Vor Silvester. Ja, stand da rum.
macht nichts. War im Kühlschrank standen. Die haben die heute gekriegt und ein wenig Reiseintopf. Natürlich fleischlos, das Ganze. Reiseintopf mit Gemüse war das. Und ja, halt Linsensuppe. Und das haben die heute früh gekriegt und ein bisschen Getreide und vorne nochmal einen Arme mit ein wenig Gemüse. Und jetzt die Äpfel, also die sind richtig begeistert. Wobei, das Getreide haben sie halt gar nicht so recht gemacht. Also die waren scheinbar doch wieder satt. Und hin die Emma, die hat dann wieder Heu gekriegt und vor ihrer Karottendode. So haben wir alle Viecher versorgt. Ja, jetzt bin ich auf alle Fälle durch. Alles erledigt, was zu erledigen war. Dann kann quasi die Arbeitswoche jetzt beginnen. Ist ja eh in Anführungsstrichen eine kurze Woche. Es sind ja eigentlich bloß 3,5 Tage. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag bloß der halbe Tag. Also von 7 bis um 1. Optimal eigentlich zum Start. Passt doch und ja, gutes. Schauen wir mal. Tja. Ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen. Das wird es für dieses Video gewesen sein. Wie gesagt, wir haben ja das mal das Getrag geholt. Ein bisschen Aufnahmen gibt es, eine kleine Zeitrafferaufnahme hat es gegeben. Ja, und seht das nicht so eng, was ich vorhin gesagt habe, aber es ist wirklich wahr. Also bei mancher Dinge, du langst dir echt an die Platten mit dir ganzen Regeln und Dinge, wo du dich drauf halten sollst und das sollst da und jenes sollst da und da musst da und das sollst gefälligst machen. Und das ist ja auch mit dem ganzen Erosionszeug, das kommt ja über das Cross-Compliance, was wir da haben. Geht ja auch zu dem Mehrfachantrag im Endeffekt dazu, dass wir da quasi im Winter, wir dürfen nicht brach liegen lassen. Jetzt haben wir auf unsere Karten wieder drauf geguckt, das ist aber bloß eine Stelle, die steilste Stelle vorne, das sind vielleicht 50 Quadratmeter, wo wirklich dann Wasser 2 wäre. Der Rest ist eigentlich in Ordnung. Da hast du nichts. Unerklärlich, verstehen wir selber nicht. Ich meine, klar, du schaust natürlich automatisch, dass du nicht komplett brach liegen lässt. Das ist mal ganz klar. Es kann ein Starkregenereignis geben und dann ist es wurscht, ob du da einen Hang hast oder ob du da eine gerade Fläche hast. Da kannst du immer was wegspülen. Also blöd sind wir auch nicht. Aber die Auflagen, dass du dann erst da und da darfst sagen und du darfst dann das erst oder sel oder jenes oder dies oder das und pipapo, wir können sich einen Haufen schenken. Naja, mal gucken. Wie gesagt, regen wir uns nicht länger auf. Dafür ist das Jahr noch zu jung und wenn man sich immer bloß aufregt, das geht auf den Mond. Muss doch auch nicht sagen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und wir hören uns wieder. Bis die Tage, ich wünsche euch was. Servus!